Herzlich willkommen zurück, Folge 6, Watch Dogs 2. Jo, wir gehen mal direkt weiter hier. Das ist ja von Fokus, Verschnitt, oder was? Na, nehmen wir die so eine Bude. Versteht ihr das? Schon mal direkt hier die Hauptmission markieren. Da. Dann fahren wir mal direkt dahin. Halt's Maul, Alte. Genau, ruf mal den Notarzt für die Alte. Bitte Spaß haben. Jo, ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Primaten bei dir mit all den vertraulichen Daten, die befreit werden müssen. Dein Profiler wird dir die ID des Primaten liefern, aber du hast nicht viel Zeit. Ich seh's mir an. Und, wie läuft das Affenbusiness? Die bleiben nämlich nicht lange. Ja, danke dir. Ich bin dran. Ich möchte leider nicht mit dir interagieren, lieber Flying Tracking. Tracking ist auch gut. Passt besser zum Spiel. So. Ah. Fast gut genommen, die Kurve. Oh, ja, den habe ich aktiviert. Aus Versehen, ich geb's ja zu. So. Ah, was haben wir denn jetzt hier? Ah, mein Tablet ausmachen hier. Ja, so. Gerade nur eine Poolbillard gespielt, während ich den PC hochgefahren habe. Eiskalt verloren. Übrigens, nette Lackierung für den Kleinen. Ja. Ja, total nett. Oh, das war schon mit so einer Müllbude. Bist du dabei? Ich wollte schon immer mit Delfinen schwimmen. Nein, Stachelrochen wären cool. Oh, vergiss es. Die Biester haben den Crocodile Hunter gekillt. Die sind hinterhältig. Veto. Okay, du hast nur ein Veto. Also Delfine. Ach komm, Marcus. Die sind auch hinterhältig. Echt? Warum? Ich habe so eine Doku gesehen. Ein Freizeitpark stellt nachts Delfinkameras auf, weil ständig Leute ermordet werden. Und tatsächlich haben sie am nächsten Morgen ein 1A-Snuff-Video mit Delfinen. Klingt mehr nach Killerwahl. Nein, Delfine, Mann. Flipper, Flossen, Blaslöcher. Oh Mann, einige zu tief in den Drogentopf gefallen. Stachelrochen und Killerwale sind raus. Aber Delfine stehen noch zur Auswahl. Oh nein, tun sie nicht, jo. Gute Wahl mit den Rochen. Die haben den Crocodile Hunter gekillt. Jo. Ich bin gerade total verwirrt. Worüber reden wir überhaupt? Wir koordinieren die Winkelanpassung, die nötig ist, um Daten über Richtfunkanlagen zu übertragen. Braucht ihr dabei Hilfe? Nein, passt. Was war schon mit diesem Claudius Bär den Berg hoch? Liebe Zuschauer, das ist keine Zeitlupe, keine reduzierten Frames, nein, es ist ein Müllauto. Na klar, ist eine Leitplanke, na logisch. Nein, ich ahne es schon. Ach komm schon. Ah! Das war natürlich mein absoluter Plan. Ich wollte das hier ganz gekonnt abkürzen für euch. Ich war alles vorhergesehen. Oh ja. Ach, schade, die wollte ich eigentlich noch überfahren, aber... So, willkommen. Ich will einfach hierbleiben. Ich reagiere allergisch auf enge Räume und Uniformen. Genau, deswegen hast du so einen Kack an, ne? So, da gucken wir erst noch, was es hier gibt. Ein bisschen Geld vom Machtmeister. Ja. Da müssen wir rein. Was ist das hier? Ey, früher konnte man sich auch mal in Telefone der Leute hacken, ja? Also hier in Handys. Das ist irgendwie, habe ich das hier noch nicht hinbekommen.
Aha, okay, da. Naja, ein bisschen wie immer näher ran. Guten Schön mit der Kamera, aber. Da. So, das war Nummer 1. Will nicht. So. Zick, zack, zack. So. Du kletterst nirgendwo hin, mein Freund. Nein! Ich wusste es, als er es anvisiert hat. Nein! Was noch am eigenen Speichel verschluckte. Na gut, dann halt nochmal. Du. Wir haben die Zielbeschreibung. Warten auf Bestätigung. Ist ja egal, komm. Bist du? Willst du denn hin? Oh, fuck. Na los, zeigen Sie mir Ihre Gesicht. Granate! Ich könnte jemanden anrufen. Oh. Fotze! So geht das. Brauche Verstärkung. Oh, hartnäckig. Was ist hier ausgelöst? Scheißding, Alter. Komm, put, komm, schneller, schneller, komm. Ja. Thank you.
So. Gut, die Tür ist aber offen, von daher alles schön. Beginne Neustart in 3, 2, 1. Rückwärts sehen kann er, der Kollege. So, was haben wir jetzt hier? Sind drin. Klasse, jetzt musst du nur noch zur Spitze des Turms klettern und die Schüssel auf WKZ ausrichten. Sag das nochmal. Das war nur ein Witz. Der Aufzug ist schon auf dem Weg nach unten. Danke, Josh. Wo denn? Wo ist denn bitte ein Aufzug? Da ist ein Aufzug. Ach, da. Oh Gott. Oh. Oh, ich dachte schon, da bricht sich ein Kleinzeh. Du von meiner oben, nicht? Mit ungefähr 4 FPS für euch. So, lass mich raten. Du bist schon mal aus einem Flugzeug gesprungen, oder? Tja, Mann, ich habe eins abstürzen lassen. Warst du schon mal bergsteigen? Und beim Stieren? Oh, scheiße, nein. Ja, genau. Was ist dein verdammtes Problem mit Tieren? Mann, scheiß auf Tiere. Wir sind im Krieg mit den Viechern. Die entwickeln sich und wollen uns in der Nahrungskette ersetzen. Je weniger die über uns wissen, desto besser. Halt, sogar Welpen? Vor allem die verdammten Welpen. Die haben die Gesellschaft infiltriert. Die lernen, was wir sind. Shit. Ja, wir holen dir einen Welpen. Hey, mach mich nicht zu einem Kerl, der Welpen tritt, Marcus. So einer will ich nicht sein. Ah. Hey, gib mal die Kamera hier. Ich sehe nichts. Oh, das ist gerade nervig, Alter. So. Okay. Dieses Rumgedenke hier. Aha. Oh, Mann. So. So, ist das, glaube ich, am besten. Oh Mann. Ey, Leute. Ich brauche nach oben das Zeug, also passt das schon so. Also nach oben gehen jetzt schon mal alle. Ach ja, guck mal. So. Das noch. Oh, wie aktivieren wir das denn, ey?
Läuft. Läuft. Hin und her. Ja, ein bisschen Grundintelligenz reicht dafür ja auch aus. Auch der Cartman hinkriegt. Achso, jetzt muss ich das Ding ja noch bewegen. Achso, ich sehe gerade nach links. Ja, gut. Da. Oh ja. Ausgerichtet. Jetzt müsste es klappen. Nur noch die Feineinstellungen und so. Sieht gut aus. Josh und ich sind unterwegs. Oh, bring dir mit. Für dich lieber nicht, mein kleiner 13-jähriger Jimmy. Hey, schicke Aussicht. Ja, schon gesehen. Flieg, Lightfoot. Und jetzt werden wir Zeugen einer schönen Blamage. Oh, Tablet runtergefallen. Oh. Ist das auch richtig konfiguriert? Alter, ich quatsch dir auch nicht in deinen Codierscheiß rein, oder? Leute, seid still. Ich hab's. Dein Wiesel will er das Bier durch die Maske trinken. Oh, er hat eine Überraschung für Sie, okay. Ich hab unser neuestes Gerät dabei und präsentiere voller Stolz Home 2.0. Fuck yeah! Mit einem einfachen Tastendruck können Sie... Das ist das ZZ-Logo. Shit. Oh, tut mir leid. Möchten oh Sie mein Gott! Klasse! Ausschalten! Das reicht. Das war's. Okay? Ja, gut. Bürger des digitalen Zeitalters, willkommen. Home dachte, sie könnten euch täuschen. Sie verkaufen euch ein fortschrittliches Smart-Home-System, versprechen Privatsphäre, Sicherheit und mehr Komfort. Home verkauft eure Gewohnheiten, denn tatsächlich zahlt ihr eine monatliche Gebühr für das Privileg, an den meistbietenden verkauft zu werden. Es ist Zeit aufzuwachen. Fordert eure Persönlichkeitsrechte zurück. Wenn ihr die Information nicht kontrolliert, wird es ein anderer tun. Ihr könnt die Unternehmen bitten, euch gut zu behandeln, oder ihr nehmt die Sache einfach selbst in die Hand. DedSec hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Eine Demütigung! Steven! Das war ein Tiefschlag, mein Freund. Kann passieren. Du blessiertes Arschloch, du hast gesagt! Nicht dein klügster Zug, Steven. In letzter Zeit hast du so einiges richtig verkackt. Setz dich. Zwischensequenz heißt Kippe. Ehe. Mann, ich gab dir die Mittel, um... Du weißt schon, mit all diesen Daten aktiv zu werden. Und du hast es total versaut, und zwar im Fernsehen, Mann. Vermutlich macht gerade irgendwer ein Autotuning mit deinem Interview. Du musst ja kacken, oder was? Finger weg von DedSec. Die sind meine Baustelle. Du musst dir nur überlegen, wie du meinen Anwälten erklärst, dass du mich angegriffen hast. Wird's denn gehen? Wird's denn gehen? Sag ja. Ja. Na bitte. Ich hol dir mal ein Glas Wasser. Nett, der Typ. So. Erzähl mal, was können wir hier so tun? Achso, ja, warte mal, wir können ja mal Forderungspunkte ausgeben. 8 Stück verfügbar. Läuft. Ich brauche Bot-Ressourcen auf jeden Fall. Habe ich noch 4 verfügbar. Oh ja, Schlösser knacken, endlich. Oh, du musst ja sofort hierher zurückkommen. Was ist denn los? Nichts Gutes, mach schnell. Dann, schon so höflich fragst. Gibt's da keine Schnellreise zu? Puh, ich nicht. Oh, ja, Schnellreise.
mal, da sind wir sogar schon drin. Das ist cool. Shit. Hey Mann, was ist? Shit. Hey, was ist denn los? Kacken. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung verfügbar ist. Dann habe ich's gesehen. Was ist es? Ein Haufen Follower und Bots kamen von inaktiven und toten Invite-Accounts. Moment, jemand hat mit einer Social-Media-Seite unsere Zahlen gepusht? Wer? Und wie viele Scheiß-Accounts? Ich weiß nicht wer, aber es war jemand von Invite. Jemand mit Admin-Zugang, da bin ich mir sicher. Tja, und wie viele? Sorry, ich hab's nicht geprüft. Nein, es ist meine Schuld. Ich hab's Josh, nicht geprüft. Es ist nicht deine Schuld. Wer weiß, vielleicht ist jemand von Invite ein Fan. Ja, oder vielleicht will uns jemand in den Arsch ich hätte's prüfen sollen. Ich hätte's Wir prüfen müssen sollen. Das rausfinden. Marcus, ich such dir einen Weg da rein. Josh, du bist nicht schuld, okay? Wir haben die Zahlen alle gesehen, nur du hast es bemerkt. Das war gut. Hä? Okay. Mann, was für ein Spast, hätte ich jetzt fast gesagt. Ach, es ist ein Spast, was soll ich mir vormachen? Gut. Komm ich hier mal raus, Mann. 4 Jahre später. Danke. Ist eine Müllbude hier verfügbar, oder was? Gut. Oh, da wechsle ich jetzt nicht mal zum Controller, das kurze Stück. Das können wir mit Tastatur fahren. Jetzt Maul. Was bist du denn aber auch hier mit deinem Drecksbus? Hä? Komm, steig aus. Ja, machst du richtig, Vogel. Muss mal aussteigen, um die Mission zu starten. Mann, primitiv. So, und jetzt? Und jetzt? Wo denn? Was denn? Wie denn? Hallo? Ich schick dir die markierten Accounts. Benutzt den Computer der CEO, Mary Catskill. Sie ist im Urlaub. Ihr Büro sollte also leer sein. Ja toll, wie kriege ich da mein Ding rein? Gar nicht. Ah. So. Sperren, danke, jetzt. So. Hab den Aufzug aktiviert. Fahr jetzt nach oben. Tüt. Fahr jetzt drauf. Ich beschaffe uns ein paar Antworten. Ja, komm. Fahr doch mal rauf. Bei dir.
Rücken, Hand, alles. Ach, schon alt. Bin drin. Mal sehen, wer unsere Zahlen gepusht hat. Wow, wow. Was ist passiert? Die markierten Clients sind weg, die Bots sind weg. Was hast du gemacht? Nichts, das bin ich nicht. Ich... Marcus, kein guter Moment? Kommt mir jedenfalls so vor. Ich wette, sie trinkt ihn mit Eis. Ich muss mich nicht wirklich vorstellen, oder? Ich weiß, wer du bist. Die Nacht am Strand, Mann, ich wusste, du kommst mir bekannt vor. Tja, Venus muss rückläufig gewesen sein oder so ein Scheiß, denn ich glaube, es war Vorsehung, dass ich da war, als du unsere Systeme gehackt hast. Ich musste dich treffen und da bist du und pisst dir auf die Schuhe. So brillant und dann das. Was macht Blooms CTO eigentlich im Büro des CEOs von Invite? Und warum pusht du unsere Zahlen? Oh, bietest du mir jetzt ein sechsstelliges Gehalt an? Oh, fuck, nein. Nein, nein, nein. Du lässt die meisten meiner Programmierer zwar alt aussehen. Nein, ich kann CTOS 2.0 nicht als Hochleistungssicherheitssystem anpreisen und dann jemanden von der No-Fly-Liste einstellen. Wow, wow, wow. Ich bin bloß auf einen Drink hier. Aber hey, wenn du einen Drink und ein Tänzchen willst. Gerne. Hältst du das für einen Scheißwitz? Hm? Na los. Hau mir auf die Fresse. Die Leute fressen dir alle aus der Hand, weil sie das System für sicher halten. Du siehst nicht, auf wem du herumtrampelst. Stell dir vor, Marcus. Stell dir vor! Die Menschen wollen, dass man ihnen sagt, wer gut und wer böse ist. Die wollen nicht wissen, wie es läuft, nur dass es läuft. Aber es funktioniert nicht. Ein paar wenige zivile Verluste sind der Preis, den man zahlen muss, um die Welt zu verbessern. Du führst einen Krieg, der kein Schwein interessiert. Ich lasse dich stromaufwärts dem Grizzly direkt ins Maul schwimmen. Warum hast du DeadSecs Zahlen gepusht? Weil keiner in Silicon Valley mehr richtig Biss hat. Ah, ihr seid eine gute Investition. Ihr seid so aggressiv, so zornig. Ihr habt den Rest von Silicon Valley in meine Arme getrieben. Mit uns hast du ihnen CTOS 2.0 verkauft. Ja, die ultimative Abschreckung gegen Hacker wie euch. Und jetzt muss jeder von mir beschützt werden. Gut, pass auf, Marcus. Deine Polizeiakte ist wieder da, dein Backdoor-Zugang ist blockiert und die ganzen Bots von mir sind weg. Du, das ist aber nicht nett, ne? Und? Auf dich ist ein Haftbefehl ausgestellt. Für Hacking, Betriebsspionage und Einbruchsdiebstahl. Ist schon gut. Ich hatte eh ausgetrunken. Fuck. Du, das hat Konsequenzen. Das kann ich ja schon mal so sagen, wie es ist, mein Freund. Sie sind umzingelt. Kommen Sie mit da oben in hinten raus. Fuck, die haben mich reingelegt. Fuck. Die Cops umstellen das Gebäude. Raus da. Fuck. Marcus, sie umstellen gerade das Gebäude. Hau jetzt endlich ab. Ich wiederhole, kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Okay, okay, ich bin weg. Oh, alter Falter, ey. Wie blind kann man denn sein, Martin? Aber stell fest, ich muss jetzt mal zu härteren Kniften greifen. Mich reingelegt. Fuck! Die Cops umstellen das Gebäude. Raus da! Fuck! Marcus, sie umstellen gerade das Gebäude. Ja, ich hab's doch verstanden. Ich wiederhole, kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Okay, okay, ich bin weg. Okay, auf Tür.
Okay, ich bin schon mal an der frischen Luft. Ich gehe aus der Deckung, obwohl er noch nicht nachgeladen hat. Das ist wieder ganz klug. Ganz klug ist das. Okay. Sie sind umzingelt. Kommen ja, Sie mit deine Mutter ist umzingelt. Verstehst du das? Fuck, die haben mich reingelegt. Fuck. Die Cops umstellen das Gebäude. Raus da. Fuck. Marcus, sie umstellen gerade das Gebäude. Hau jetzt endlich ab. Ich wiederhole, kommen Sie mit. Wo soll ich denn hin? Okay, okay, ich bin weg. Oh. Steig ein! Fahr! Au! Ei. Mann, die Cops sind echt. Fahren Sie sofort ran! Den Verdächtigen wurde ein SUV hinterhergeschickt. Ein SUV wurde mir hinterhergeschickt. Scheiß Hubschrauber bitte, Alter. Hat ihn irgendjemand gesehen? Er ist abgetaucht. Oh ja, sehr gut. Sehr gut. Jetzt schön aufs Feld. Hat ihn jemand gesehen? Markus, da draußen wird es zu heiß für dich. Komm zurück, wir überlegen uns zusammen was. Ja, was denkst du, was ich hier mache, Fotze? Oh, hier, guck mal. Home sweet home. So, große Preisfrage ist, kann ich mich im Hauptquartier, welches genau hier ist, eine Schnellreise machen? Yeah. Puh. Freunde. Ah. Das hier, falsches Hauptquartier. Okay, wisst ihr was, Alter? Ist ja egal. Komm mal halt die Schnellreise dahin. Zack, ich wurde gebeamt. Versteht ihr? So. Freunde, ich würde aber sagen. Wir machen. Wir wenden das aber. Ist zwangsmäßig geht's weiter. Scheiße! So schlimm ist es nicht. Wir stehen wie Idioten da. Verdammte Scheiße! Mensch, verdammt, beruhig dich mal. Das bringt nichts. Ja, du hast recht. Das bringt nichts. Marcus, hast du uns was zu sagen? Tja, Leute, um ehrlich zu sein, ich habe keinen wirklichen Plan. Aber ich habe eine Idee und... keine Ahnung, ihr müsstet mir einfach vertrauen. Jetzt geht's ab! Oh, toll gemacht, Mann! Ich weiß, in letzter Zeit lief es nicht so super. Ja, echt scheiße. Aber der ganze Scheiß gerade, das ist jetzt. Du hast uns eine Stimme gegeben. Wir haben uns mit den Großen angelegt und es ist echt geil gelaufen. Und wir haben uns nie dafür bedankt. Hey, warum redest du, als wär's vorbei? Ist es nicht? Ich bin noch dabei. Und du doch auch. Wir können die anderen auch überzeugen. Du bist raus? Die sind von den DedSec Channels. DedSec ist unwürdig. DedSec ist ein blöder Haufen Skiddies. Da haben sie auch recht. Sie hat uns Lügen und Scheiße erzählt. Hashtag Dad stinkt. Ja, und dann sind da eben ein paar Trolle. Wen interessieren die schon? Scheiße, Marcus! Hast du nicht aufgepasst? Mich interessieren die, Mann!
Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um uns Respekt zu verschaffen, lange bevor du aufgetaucht bist. Das ist meine Marke. Und jetzt ist sie total im Arsch. Arsch aufgerissen und im Arsch. Stell dich da drauf, die Alte. Dann hol sie da raus. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Ah, ja. Falls dir das irgendwie weiterhilft. Du bist zumindest nicht auf der Flucht. Ach, verdammt. Gibt's eigentlich ein Kopfgeld auf dich? Vielleicht kann ich ja doch noch was Ach, drehen. Bitte, du würdest mich doch ums Verrecken nicht kriegen. Oh, du sprichst mit einer Sprinterin, Bitch. Gehen wir. Ja, ich will mir ja nichts zeigen. Ja, ich auch nicht. So sprechen die 20-Jährigen von heute. Früher sind sie in Krieg gerannt, weißt du, heute. Wenn ich ihre Arsche mitten in die Wüste schleifen muss, um Dedzek am Leben zu erhalten, dann werde ich es tun. Dedzek ist zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. In Kürze beginnt die dritte Swelter-Skelter Jabberwock Hacker Challenge an der Skulptur der Wilde. Zeigt uns, was ihr drauf habt. Ich wette, es sind vier Dinger. Ich wette, es ist das vierte. Der vierte wird sein. Ja, immer so. Immer so. Lassen wir es krachen. So. Das ist kein fairer Kampf. Oh, ganz und gar nicht. Der Kleine da wird gleich so richtig vermöbelt. Alter. Aber das ist ja das Coole. Alter, was ist das für ein Typ? Sehen, wie der Kleine vermöbelt wird. Ja, ich meine, damit er wieder auf die Beine kommt und stärker wird. Oder? Du willst daraus jetzt eine Metapher für Dedzek machen, oder? Ich meine, wenn du mit Dedzek weitermachen willst, bin ich dabei. Aber wenn du dein metaphorisches Geld auf den Spinner setzt, nein, der steht nicht wieder auf. Ja, unwahrscheinlich. Hey, machst du auch mit beim Wettkampf? Ja, bin dabei. Jetzt geht's auf die Mütze. Na gut. Ja. Was denn, kann ich nicht mit ihm reden, oder? Ey, hier müsst du rumlaufen, hier müsst du verdient ran, ey, jedes Mal. Das ist Susan. Sie ist Grundschullehrerin aus Milwaukee. Sie ist 32 und fährt einen knallroten... Cool, hey, wir treffen uns vor der Challenge an der großen Skulptur für ein Gruppenfoto. Sobald du bereit bist. Ich wollte dir nicht die Show vermasseln. Show? Wir machen keine Show. Ich habe Susan gerade erklärt, dass der Motor ihr auf jeden Fall absaufen wird, wenn das Mischverhältnis bei niedriger Geschwindigkeit zu stark ist. Bei einem Viertakter im Leerlauf geht das echt gar nicht. Ja, absolut. Okay. Na, dann sehen wir uns dort. Was für ein Spaß. Hinterlässt du dein Zeichen? Immer doch. Aber nicht Dedzek. Passt irgendwie nicht. Weißt du? Komm schon. Für dich bin ich die Stimmung. Ich versuche Spaß zu haben. Ich auch. Also wir, das heißt Dedzek, wir, werden bei dieser Hacker-Challenge mitmachen und gewinnen. Und die anderen sind einverstanden? Werden sie sein. Mein Lächeln überzeugt. Ja, das tut es tatsächlich. Siehst du? Kein Problem. Wir ziehen das durch. Alles kommt wieder in Ordnung. Jo. Du hast alles genau geplant, was? Nee, aber wenn ich dich wieder in Cetara-Modus kriege, übernimmst du doch das Plan für mich. Verdammt. Du bist gefährlich. Komm zur hässlichen Skulptur, wenn du bereit bist. Okay, wir sehen uns da. Ja. So, Leute, ich wollte die Folge eigentlich schon bald mal beenden. Aber der Speicherpunkt ist noch nicht erreicht. Hey, Mann, was machst du gerade? Ich will die Leute in Schwung bringen, aber nicht ohne eine gute Tracklist. Der Scheiß hat kaum einen Puls. DJ Ratio. Nur Ratio. Als ich noch aufgetreten bin. Hey, wäre vielleicht wieder was. Was soll ich jetzt sonst machen? Mann, Dedzek lebt noch. Das war nur ein Rückschlag. Wir kommen stärker wieder zurück. Du bist dir da immer so sicher. Ich weiß, aber ich habe immer recht. Moment. So, jetzt aber. Oh ja, gleich viel besser. Und der DJ kommt nicht mehr an seine Tools. Der Retter der Party.
Hey, wenn du diese Typen genug geärgert hast, treffen wir uns in der Mitte. DedSec nimmt am Wettbewerb teil. Bin gleich da. So. Wettbewerber, dies ist der letzte Aufruf in die Jabberwock Hacker Challenge. Letzter Aufruf, alle Teilnehmer. Komm. Okay, Leute, stellt euch auf für unser Gruppenbild. Mit Selfie-Stick. Oh Mann. Immer. Okay, offenbar geht die Challenge los. Josh, sieh dir die Zahlen an und gib Antworten ein. Wrench, du kriegst den Jabberwock. Verkabeln und fertig machen. Ratio, du wirst dich um die Konkurrenz kümmern. Halt sie auf. Sitara und ich werden dieses Ding hacken. Packen wir es. DedSec, los geht's, Leute. Der Typ mit dem Tanker, Alter. Ich kann das nicht. Das ist... Mann. Die Drohne ist da oben, wenn du sie brauchst. Ich hab's gleich. Okay, was ist das? Okay, eine Metal-Hand machen und voll reinhauen. Konzentration. Es gibt wohl einen Timer. Kannst du den hacken? Na klar. Bleib gefälligst stehen. Leg dich nicht mit Sitara an. Als Drehknoten. Scheiße. Ich mach das für dich. Danke. Fast geschafft, Marcus. Na los. Was ist denn jetzt hier? So schnell geht's. Drohne ist echt geil, Alter. Jetzt will ich die erst recht haben. Hey, Leute! Zurück, Leute! Der fängt gleich Feuer! Zurück! Woher weißt du das? Weil er eben Feuer fangen muss! Er kann nicht nicht Feuer fangen! Seht ihr? Das ist so abgefahren! Der Jabberwock mit Augen aus Feuer. Ich bin Josh! Sitara! Ich bin Marcus! Wer bist du? Ich bin Ray. Ich hätte noch was mehr auflegen sollen. Hey, wollt ihr euch was reinziehen? Nee, danke. Kommt mit, 2 Gramm Hirnfuck vom Allerfeinsten. So, Freunde. Leute, ich gehe dann jetzt mal offline. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, Horatio, alles gut, Mann. Das Wort gut hat keine Bedeutung mehr. Okay, ist klar. Hatte ich erwähnt, dass die kleinen Freunde hier erst in Acid gebadet haben? Josh? Ist okay, die nutzen Halluzigene in klinischen Studien für Aspies. Aspies. Josh ist voll drauf. Okay, suchen wir dir was Hübsches zum Anstarren. Okay. Mann. Oh Mann. Du bist nicht Ray. Du bist Ray Raymond Kenny Ray. Ich hab noch deine alten Hacker-Scenes, Mann. Ich weiß noch, wie ich Wardriver gelesen und mit dem Fahrrad rumgerast bin. Mit Rucksackantenne. Das war übrigens letztes Jahr, wo er noch keinen Führerschein hatte. Fragst du? Ja, scheiße, ja. Tja, ich dachte, ihr wärt alle nur Skiddy-Penner. Korrigier mich, wenn's nicht stimmt, aber deine Crew scheint mir echt ein chaotischer Haufen zu sein. Bist du der Anführer? Da ist ein Einhorn. Nein, Mann, so funktioniert das nicht. DedSec hat eine Regel. Keine Privatarmeen, keine Anführer. Tja, nur zur Info. Ich hab gesehen, wie du sie geführt hast. Nein, Mann, das ist alles, wogegen wir kämpfen. Das System zu Hause ist komplett für den Arsch. Und all die Kids da draußen im Sand werden genau die gleichen Sprüche klopfen. Leere Worte, Bro. Leere Worte. Okay.
Vor ein paar Jahren hat mich dieses kranke System als kriminelles Risiko eingestuft. Mich für Scheiß beschuldigt, den ich nicht getan habe, weil es wahrscheinlich war. Und jetzt mit CTOS ist es überall. Ich meine, ich sehe es überall. Sogar den unterschwelligen Scheiß. Oh. Ich sehe dich doppelt. Ja, wir haben eine Tendenz, das zu tun. Was du unterschwellig nennst, das ist Bellwether, Marcus. Du hast ein scharfes Auge. Aber unterschwellig heißt passiv. Das Bellwether. Das würde den Montana Black nicht gefallen, das Passive. Kontrolliert. Wie ein Huxley Doppelschlag. Profiling. Medienmanipulation. Insidergeschäfte. Konsumwahn. Angetrieben von prädiktiven Algorithmen. Und jetzt ergreift es Besitz vom Herzen von Silicon Valley. Und jemand bei Blue benutzt CTOS und füttert es mit Daten. Du rekrutierst. Ich hab Lust. Echt Lust, Blue meinen ordentlichen Tritt in die Kronjuwelen zu verpassen. Ich kann euch bei euren Aktionen helfen. Helft mir, den echten Jabberwock zu erlegen. Komm mit mir, Marcus. Leute, wie lange ist die Zwischensequenz denn bitte noch? Dein Ernst, Alter? Oh, shit. Marcus, wach endlich auf, weg was, hier. Mann? Ich habe die Nacht im Zelt neben einer Lady verbracht, die sehr nackt und sehr tätowiert war. Und nein, du kapierst nicht, Mann. Das war so eine Sons of Ragnarok-Braut. Ich hab... Wir müssen weg, Mann. Scheiße. Vamos, los. Los, komm. Die Sons kommen. Los jetzt. Genau. Verpisst euch. Tja, Leute, ich sage es mal so an dieser Stelle. Wir sehen uns in Folge 7. Wow. Ja. Ah, gut. Demnächst. Gleich kommt mein Schlusswort. Wie schlimm ist es? Tja, wir sind alle in Gefahr, weil mein Name auf der schwarzen Liste steht. Die Leute werden nur die Punkte verbinden. Wo zur Hölle sind denn alle? Ist das alles? Das reicht doch. Wir reden hier von Blum. Hey, und du redest hier mit Blums Staatsfeind Nummer 1, Junge. Ja, die Schweine sind schon seit Jahren hinter mir her. Wenn du willst, kann ich dich aus dem System löschen. Gib mir ein paar Stunden. Einfach so? Tja, vielleicht brauche ich erst eine Ziege als Opfer für ein geheimes Ritual. Aber ja, einfach so. Da bist du ja. Wir suchen dich schon den ganzen Morgen. Es gibt beim Swelter-Skelter anscheinend kein Fundbüro. Draußen in der Wüste gilt eher das Prinzip, wer es findet, darf es behalten. Was zum Teufel macht der denn hier? Ja, Marcus, warum lädst du Fremde in unser Haus ein? Hey, es ist einfach passiert, okay? Wir sind vor diesen Bikern abgehauen und... Ja. Wisst ihr was? Ist doch scheißegal, es ist cool. Oh, er ist cool. Das ist gut, denn normalerweise entscheiden wir sowas als Gruppe. Ich weiß. Mein Fehler. Aber ihr kennt Ray doch schon, oder? Leute, darf ich vorstellen? Raymond Kenny. Das ist Raymond Kenny? Ich dachte, du wärst... sauberer. Ja, das höre ich öfter. Darf ich dich drücken? Ja, nur für 2 Sekunden. Das passiert mir auch öfter. Können wir ihn nicht behalten als unseren hauseigenen Hacker? Ja, wir können seine Hilfe gebrauchen. Aber er kann hierbleiben, oder? Er sollte hierbleiben. Okay, gut. Aber wenn er einem von uns dumm kommt, zerquetsche ich seine Nüsse wie reife Trauben. Nachricht angekommen. Du siehst passiv. Schicke Mütze. Schicke Maske. Du bist cool. Willst du ein Bier? Ja, da sage ich nicht nein. Gerne auch 2. Danke. Ach, und gib dem Mann auch gleich Hardware, ja? Er zeigt uns ein paar Zaubertricks. So, Freunde der Sonne, bitte jetzt vorbei. Ja. Wir sehen uns in Folge 7, glaube ich, weil das war Folge 6, soweit ich weiß. Egal, wir sehen uns bald wieder. Morgen habe ich Geburtstag,
Da kommt höchstwahrscheinlich gar nicht zu mir. Und Sonntag, ich werde alt, brauche ich zum Ausnüchtern. Also sehen wir uns vielleicht Montag zurück. Vielleicht schaffe ich es noch, eine Folge vorzuproduzieren und dann irgendwo ins Wochenende reinzuknüppeln. Aber ansonsten denke ich eher Montag. Checkt Facebook, Instagram aus und schönes Wochenende. Haut rein.